An. Frau Präsidentin, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, als ich hier vor 3 Wochen zur Antidiskriminierung gesprochen habe, wollte mich doch eine Kollegin prompt dreifach diskriminieren, nämlich wegen meiner Rasse, wegen meines Geschlechtes und wegen des Alters. Frau Fischer, Sie haben diese 3 Kriterien doch eben gerade noch einmal erwähnt. Nun, damals musste mich die Kollegin Katja Maas von ihrer Fraktion alte weiße Männer, das musste mir hinterherrufen. Die Diskriminierung gewisser Menschen scheint also in der SPD durchaus zum guten Ton zu gehören. Nur, dass Sie hier klar sehen, ich lasse mich von Ihnen nicht diskriminieren, denn ich bin voll und ganz ein alter weißer Mann, und das ist auch gut so. Nun mal im Ernst. Die Ampel will die Leitung der Antidiskriminierungsstelle nun durch eine Wahl im Deutschen Bundestag vergeben und stützt sich schon mit der Begründung auf 2 handfeste Unwahrheiten. Erstens sollen widersprüchliche Gerichtsentscheidungen erweisen, dass die derzeitige Regelung keine rechtssichere Grundlage für Besetzungsentscheidungen ist. Und zweitens soll es angeblich unklar sein, welche Anforderungen an die Auswahl der Leitung man unter dem Gesichtspunkt der besten Auslese stellen muss. Nun schauen wir doch mal. Vor dem OVG Berlin-Brandenburg ging es darum, dass sich die Konkurrentin zwar ordnungsgemäß beworben hatte, ihre Bewerbung allerdings von der Verwaltung gar nicht erst an die Bundesregierung weitergeleitet wurde. Damit war die Auswahlentscheidung natürlich falsch, und zwar aus purer Schlamperei. Der 2. Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin lag der Versuch zugrunde, die vormalige Bundesgeschäftsführerin der SPD, Nancy Böning, auf die Stelle wegzuloben. Sie sollte nach dem Willen der SPD den Posten bekommen, obwohl sie sich noch nicht einmal beworben hatte. Die Verwaltung hatte zudem die falschen Auswahlkriterien zugrunde gelegt und war noch nicht einmal in der Lage, die Zeugnisse und Beurteilungen der Bewerberin miteinander zu vergleichen. Widersprüche zwischen den genannten Entscheidungen gab es also überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie zeigen ganz genau auf, wie man es machen kann. Außerdem ergibt sich aus der Entscheidung des OVG, das Anforderungsprofil des Ministeriums sei in Ordnung und es bestünden keine Zweifel an dessen Rechtmäßigkeit. Also findet sich hier schon die 2. Unwahrheit, wonach es angeblich so schwierig sei, ein ordentliches Anforderungsprofil zu definieren. Man könnte die Stelle also verfassungskonform durch die Familienministerin besetzen, wenn man denn bereit wäre, eine Bestenauswahl auch wirklich durchzuführen. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Nur Mut, Frau Ministerin. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und als nächstes erhält das Wort für die FDP-Fraktion.